Einen wunderschönen guten Hallo. Ich habe jetzt eine wunderbare Person an meiner Seite, die zweite Bürgermeisterin Hamburgs. Jo. Hi, hey. So ja, aufgeregt. Nein, alles entspannt. Oh, da haben wir, aber das ist eine wunderschöne Überleitung, weil wir sind hier auf der GameMenschen. Das heißt, es geht um Gaming, es geht um Fachbereich Gaming. Und da ich jetzt eine Frau an meiner Seite habe, ist natürlich die ganz große Frage, gerade aus so einer Position, wie Sie jetzt heraus sind, was bedeutet oder was für einen Stellenwert schreiben Sie dem Bereich Frauen und Gaming zu? Wie sieht das für Sie aus? Also was haben Sie da für einen Standpunkt? Naja, ich sehe, dass viele Nutzerinnen und Nutzer, also die Gamerinnen, da sind, fast bei 50%, wenn meine Zahlen stimmen. Und wir aber bei den Programmiererinnen, bei den Spieleentwicklerinnen einen ganz geringen Anteil nur haben. Und ich finde das unglaublich wichtig, dass wir das Thema Gleichstellung, Gleichberechtigung von Mann und Frau auch in der Gameszene im Sinne von guter Diversity und auch Spielen, die dann allen Spaß machen, sehr viel stärker noch auf die Entwicklerseite tragen. Da brauchen wir Durchbrüche, da müssen wir die Gleichstellung herstellen. Das kriegen wir hin, indem wir sowohl in den Schulen anfangen, als auch beim Studium schon anzufangen, darauf Lust zu machen, doch vielleicht auch in den Bereich zu gehen und alte Stereotype zu durchbrechen und die Diskriminierung, die wir jetzt erleben in der analogen Welt, nicht eins zu eins auch in die digitale übertragen. Und ich finde, da sind die Games ein ganz tolles Spielfeld, auf dem man mal zeigen kann, dass es klappt. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz guter Punkt. Allgemein in der Gaming-Szene, klar, es ist immer noch, wie bei fast allen größeren Themen, immer noch sehr männerbelastet. Ja. Tatsächlich muss ich auch tatsächlich aus meiner Zielgruppe leider heraus sagen. Allerdings findet man auch immer ein bisschen mehr, will ich schon fast sagen, Emanzipierung wieder, weil einfach auch die Games ja nicht nach außen nicht nur zeigen, ob es jetzt Mann oder Frau ist, sondern es geht ja um die Spielaktivität. Aber Sie haben auch ein ganz wichtiges Thema, mit angesprochen. Das ist ja dann auch der ganze Background, also Entwicklung, genau. Publishing etc. Gibt es da schon erste Ideen, erste Ansätze, wie man vielleicht auch mit der Industrie da ins Gespräch reingehen kann, um diesen Bereich auch gerade für Frauen interessanter zu machen? Ich glaube, es geht erstmal darum zu sensibilisieren und auch Dinge mal in Frage zu stellen, dass nicht alles immer so laufen muss, wie es in der Vergangenheit war. Denn die Frauen haben offenbar ja nicht nur ein Interesse daran, Spiele zu nutzen, denn sie sind zu fast 50% die Nutzerinnen und Nutzer von Spielen, sondern ihnen da auch eine berufliche Perspektive zu bieten. Das soll Spaß machen, das soll die Kreativität anregen und ist ein ganz hohes Innovationspotenzial. Ich finde, dass man auf die Frauen da überhaupt nicht verzichten kann. Ja. Die gesamte Branche ist jetzt schon ein großer Wirtschaftsfaktor und ich glaube, er hat noch sehr viel mehr Potenzial und das schafft man aber nur zusammen und dazu gehören die Frauen dazu und deshalb erstmal sichtbar machen, sensibilisieren und vielleicht auch die ein oder andere Förderstrategie gezielt mit Blick auf Frauen entwickeln und das schaffen wir Politik, Gesellschaft, Branche und Wissenschaft zusammen. Ein kleiner Punkt, jetzt ist es so, Hamburg ist eine der Städte, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ihr seid wirklich vorne dran, was das Thema Gaming anbelangt. Also ich schaue nach Städten, wo man es eher vielleicht vermuten würde, Stuttgart, München etc. Zwar auch finanzielles Potenzial da, aber irgendwie nicht so Lust drauf. Mhm. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was mit euch nicht stimmt. Ja, braucht hier solche Leute. aber das heißt, ihr seid ja schon allein als Bundesland schon mal ganz weit vorne mit dran, was das Thema Gaming mit anbelangt. Jetzt ist halt die Frage, ist es denn möglich, dass man als Stadt sagt, wir holen die Mädels zu uns oder wir bieten ihnen etwas, warum es sich lohnt, in Hamburg bei einem Publisher oder als Programmiererin anzufangen. Wir reden jetzt nicht nur von Hamburg intern, sondern vielleicht auch von extern, weil wenn es die anderen nicht können, könnt ihr es ja vielleicht. Oder nicht? Deshalb habe ich gesagt, man muss sich mal hinsetzen und überlegen, haben wir eine zündende Idee, wie wir es schaffen, junge Frauen, Mädchen anzusprechen, hierher zu kommen, wenn sie nicht schon hier sind, um auch tatsächlich eine Ausbildung oder ein Studium in dem Bereich zu machen. Aber dafür, glaube ich, muss man sich nochmal hinsetzen und gucken, was ist eigentlich schon da, welche Angebote gibt es, wo gibt es aber auch noch eine Lücke und wo können wir rein? Hamburg ist ohnehin eine attraktive Stadt, die hier sind, leben hier wahnsinnig gern. Auf der anderen
anderen Seite kommen viele hierher. Erstens, weil es tolle Angebote gibt. Zweitens, weil sie die Stadt unglaublich toll und attraktiv finden. Und wenn das beides zusammenpasst und wir darüber noch gezielt auch Frauen ansprechen und ihnen das schmackhaft machen, ein Studium, eine Ausbildung oder einen Job in dem Bereich, dann umso besser. Ich sage nochmal, Vielfalt und Frauenförderung, das sind für mich harte Standortfaktoren. Denn wir dürfen niemanden zurücklassen und wir müssen alle mit reinholen. Und das kriegen wir, glaube ich, in dem Bereich ganz gut hin. Wow, jetzt wünsche ich wäre eine Frau. Eine allerletzte Frage nur noch. Als ganz, ganz kurz. Ich habe nur noch 30 Minuten Zeit. Nee, ich bin hier schon fast. Kleiner Spaß. Aber vielleicht ein Statement, wenn wir jetzt, wir haben ja eine große Community, die gucken jetzt alle zu. Sind wir live? Nein. Oh. Du hast doch live gemacht, oder? Nein. Die sehen dann zumindest alle das Video und bestimmt 3000 Mal. Aber vielleicht ein letztes Statement für all unsere weiblichen Zuschauer, um zu sagen, Mädels, deshalb ist dieser Bereich geil. Gibt es da so ein Statement? Naja, ich sag's nochmal. Die Hälfte der Macht den Frauen, und das heißt nicht nur als Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch als diejenigen, die gestalten und die Strippen in der Hand haben, die Zügel in der Hand halten. Und was gibt's da Tolleres, wenn man ohnehin Gamerin ist, zu sagen, ich habe ein Spiel mitentwickelt, ich bin im Publishing dabei, ich habe eine tolle Idee, also meine Kreativität und meine Innovationsfreude, die bringe ich genau da ein, wo sie hingehört, nämlich in die Entwicklung eines neuen Spiels oder um die Optimierung eines bereits bestehenden. Und da ist mein Platz. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Alles klar, das war ein Statement. Kommt nach Hamburg. Ihre Stimme habt ihr auf alle Fälle. Und vielen lieben Dank. Dankeschön. Unsere geliebte zweite Bürgermeisterin. Da. Schön. Vielen Dank. Ciao. Ciao.